So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Ancient Knowledge. Eine Neuheit von Yellow, die ich vorab schon ausprobieren konnte. Ich habe da schon einige Partien von gespielt. Mir gefällt das Spiel durchaus sehr gut. Das ist hier von Yellow in der Expertenkategorie einsortiert. Ich würde sagen, es ist so Kennerlevel, gehobenes Kennerlevel. Die Regeln sind sehr einfach. Die Karteneffekte versteht man auch sehr leicht. Das Ganze gut zu spielen ist natürlich schon eine Herausforderung. Aber ich werde euch jetzt einmal zeigen, wie das Spiel grundsätzlich funktioniert. Hier sehen wir es einmal aufgebaut und im Wesentlichen geht es darum, dass wir hier so ganz viele verschiedene Monumente haben, wo auch immer dabei steht, ne, wo die herkommen, welche Monumente das sind. Die bauen wir dann, aber man kennt das ja im Laufe der Zeit, ne, werden einige Sachen vergessen, von bestimmten Geschichten haben wir nie was gehört und dagegen kämpfen wir hier eben auch an. Wenn das Wissen um die Monumente verloren geht, dann sind das Minuspunkte am Ende. Und eigentlich ist es ein Spiel, wo wir uns eine Auslage bauen, diese Auslage manipulieren, versuchen tolle Synergien zu haben und dann richtig viele Punkte daraus zu holen. Wie gesagt, Regeln sind sehr einfach. Wir sehen hier eine Turn-Overview, die blende ich euch auch einmal ein und das Spiel geht einfach so los, dass wir am Anfang, ne, sieht man hier, haben wir so Startsymbole drauf. Das heißt, in den ersten Partien könnt ihr einfach die vorgegebenen Startsets nehmen. Dann habt ihr in der Regel immer Karten, die irgendwie zusammenpassen. Und wenn ihr dann schon ein bisschen erfahren seid, dann nehmt ihr einfach den ganzen großen Kartenstapel, mischt alle Karten. Jeder bekommt dann davon ein paar, muss ein paar Karten wieder weglegen. Und es funktioniert einfach in jeder Kombination. Aber es macht schon Sinn, Frischling einfach mal so ein Set in die Hand zu geben. Wie gesagt, wir haben immer erst die Aktionsphase, wo wir zwei Aktionen machen können. Und zwar nur beliebig, auch zweimal die gleiche. Das heißt, zuerst könnten wir Create machen. Wir könnten ein Monument erschaffen. Und dazu können wir es einfach in den dazugehörigen Slot spielen. Das sind Artefakte, die gucken wir uns gleich an. Ich habe hier jetzt einfach dieses Monument, das könnte ich einfach hier in den Zweier-Slot legen. Am Ende der Runde sliden die immer, die rutschen immer eins weiter und wenn sie hier draufgehen, sind sie in der Vergangenheit und dann ist vielleicht auch das Wissen um sie verloren. Ich müsste hier jetzt aber kein Wissen drauflegen und ich würde aber auch keine Punkte am Ende dafür bekommen. Der hat einfach einen Effekt, sobald das Ganze rausrutscht, darf ich mir 8 Karten hier vom Deck angucken, eine behalten und die anderen 7 schmeiße ich weg. Klingt erstmal relativ schwach, aber es ist schon ein Spiel. Am Anfang würde ich das sehr zufällig vorkommen. Wenn ihr mehr und mehr Partien gespielt habt, dann ist es ein bisschen wie bei Race for the Galaxy. Ihr wisst dann schon, welche Karten aus dem Deck ihr braucht, welche euch helfen könnten. Und dann ist es gut, viele Karten ziehen zu können, sich viele Karten anzugucken, damit man die Karten bekommt, die gut zur eigenen Strategie brauchen. Das heißt, das könnte ich jetzt einfach spielen. Und dann könnte ich zum Beispiel auch sagen, dass ich vielleicht gerne lernen möchte. Dann dürfte ich mir eine von diesen Technologien nehmen. Hier gibt es Einser-Technologien und Zweier-Technologien. Diese Einser-Technologien bringen mir einfach nur irgendwelche Effekte. Die Zweier-Technologien bringen mir in der Regel, das hier ist immer das Zeichen für Siegpunkte, Punkte für irgendwas am Ende. Wenn ich 4 Monumente dieser Art in meiner Vergangenheit, also hier habe, wenn die rausgeslidet sind, bekomme ich dafür einfach 3 Punkte. Wenn ich 5 von diesen in meiner Vergangenheit habe, würde ich dafür einfach 4 Punkte bekommen. Ne, ich könnte mir jetzt nehmen, was ich möchte. Manchmal muss ich aber eben auch diese Voraussetzungen erfüllt haben. Das heißt, ich darf mir das auch erst nehmen, wenn ich das wirklich schon gemacht habe. Genau wie hier. Das geht auch erst, wenn 4 Monumente rausgeslidet sind. Ich könnte mir aber zum Beispiel eine von diesen Karten nehmen. Ne, diese Karte hat im Prinzip den gleichen Effekt wie die hier. Ich könnte einfach sagen, okay, ne, ich möchte jetzt als Aktion mir als zweite Aktion gerne einfach diese Technologie nehmen, würde die hier hinlegen. Man gruppiert die auch immer, weil wir später vielleicht Karten haben, die Bezug nehmen auf bestimmte Technologiearten, die wir haben. Und dann dürfte ich mir jetzt hier die obersten 8 Karten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, angucken, ne, würde halt schauen, was brauche ich davon, vielleicht sage ich, boah, irgendwie hier, die ist total super und dann nehme ich die auf die Hand und werfe die anderen einfach auf den Ablagestapel. Wenn man irgendwann durch diesen Stapel durch ist, dann wird der auch einfach gemischt und man, ne, benutzt dann die Karten wieder von vorne, die können später auch nochmal gut sein, ne, Karten, die mir am Anfang nichts gebracht haben, ne, vielleicht will ich die später nochmal irgendwie haben und dann wäre jetzt mein Zug auch schon zu Ende. Ich habe 2 Aktionen gemacht, ich hätte mir auch zweimal eine Karte nehmen können, ich hätte hier 2 Monumente ausspielen können und dann kommt halt die Timeline-Phase. Jetzt würde ich erstmal alles aktivieren, was so ein Symbol mit so einem Hammer hat, was hier halt irgendwie ausliegt. Ne, später könnte ich mal gucken, ob ich sowas überhaupt am Anfang auf der Hand habe. Ne, die Geschichten hier. Wenn ich das hier ausgespielt hätte, würde ich die Effekte von diesen Karten jetzt eben auslösen, könnte machen, was da drauf steht. Und wenn ich das gemacht habe, dann kommt die Client Phase. Jetzt würde ich einfach alle meine Monumente ein Feld weiter sliden. Dann wäre der andere Spieler dran und dann, wenn der fertig ist mit seinem Zug, dann bin ich wieder dran. Das geht so lange, bis hier 14 Monumente in der Vergangenheit sind. Dann wird die
die Runde noch zu Ende gespielt, deswegen gibt es diesen Startspielerstein und dann wird geguckt, wer hat die meisten Punkte. Sobald ein Spieler hier 7 Monumente hat, wird auch dieses Tableau hier genommen, umgedreht, dann haben wir einfach mehr Karten hier, die uns quasi hier, ne, Punkte fürs Endgame geben. Das finde ich eigentlich auch ganz schick, dass man da so ein bisschen Variation drin hat. Hier wird auch nicht automatisch nachgefüllt. Angenommen, Dave hätte jetzt in seinem Zug auch eine Karte genommen, auch von hier hätte sich vielleicht auch dann diese Karte hier genommen, die bei sich einfach hingespielt, dann liegt jetzt nur noch eine Karte und dann wird eben die Karte hier liegt abgeworfen und es kommen dort 3 neue hin. Das finde ich eigentlich auch eine ganz schicke Mechanik. Auch da wird natürlich einfach dann gemischt, wenn der Kartenstapel leer ist, das auch schnell mal passieren kann. Und ich könnte jetzt zum Beispiel auch ein Artefakt erschaffen. Davon habe ich ja 3 Stück am Anfang auf der Hand. Das sind einfach dauerhafte Karten. Ne, da habe ich jetzt zum Beispiel hier diesen Planetary Stone, der mir einen Effekt bringt. Oder hier diese Karte, wo ich halt immer, wenn ich 3 von denen habe, noch eine weitere Karte ziehen kann. Oder die hat auch irgendeinen Effekt. Da könnte ich jetzt auch sagen, dass ich zum Beispiel hier diese Zeukin-Scheibe ausspielen möchte. Die würde ich dann hier hinlegen und die bleibt immer da, die darf ich auch nicht abwerfen, da habe ich nur 5 Slots, wenn die voll sind, sind die voll und nur wenn ein Karteneffekt mir erlaubt, die wegzuschmeißen, dann kann ich die irgendwann mal austauschen, ansonsten muss ich mit denen leben, die ich da hingespielt habe. Die sind aber ganz spannend, dadurch, dass die dauerhaft da liegen, geben die mir auch so ein bisschen eine Richtung vor, weil natürlich möchte ich diese Effekte schon nutzen und wenn ich da irgendwie 2, 3 habe, die irgendwie auch gut zusammenpassen, möchte ich natürlich auch versuchen, Karten auszuspielen, Monumente auszuspielen, die da irgendwie gut mit interagieren, wo ich dann halt da die Vorteile rausnutzen kann, um einfach mehr in meinem Zug machen zu können als so Mitspieler. Und jetzt habe ich zum Beispiel noch dieses Monument hier auf der Hand, das habe ich mir natürlich nicht vorher angeguckt. Ich sollte es vielleicht auch eher andersrum machen, weil wenn ich das jetzt ausspiele, ne, da lege ich jetzt 3 von diesen Wissensmarkern drauf, sie bringt mir im Spielende einen Minuspunkt. Problem ist nur, sie kommt in den 6er-Slot. Ich könnte auch 2 Karten von meiner Hand abgeben, um sie bis zu 2 Slots weiter nach links oder nach rechts zu spielen. Bei manchen Monumenten möchte ich auch, dass sie lange da liegen, weil sie mir irgendwelche Effekte geben, die nur gelten, wenn sie hier in der Timeline sind. Also könnte ich das jetzt machen. Ich könnte zum Beispiel die beiden hier ausgeben. Und das möchte ich hier aber vielleicht gar nicht machen, weil der Effekt hier ist ein dauerhafter, der eigentlich ziemlich gut ist. Das heißt, ich würde jetzt die Karte ausspielen, würde hier dann quasi 3 von diesen Markern drauflegen. Und wenn ich die dann nicht runterbekomme, dann sind das Minuspunkte. Das heißt, sobald die Karte hier rausslidet, lege ich die hin und jede Schriftrolle, jedes verlorene Wissen ist ein Minuspunkt am Ende. Das möchte ich also tunlichst vermeiden. Aber es gibt auch Karten hier im Deck, mit denen ich einfach, wenn ich mindestens 10 Minuspunkte hier habe, dann verliere ich 8 wieder. Und also kriege 8 Pluspunkte dafür. Das heißt, ich würde nur 2 Minuspunkte machen und dann kann ich vielleicht die Aktion, die ich normalerweise dafür aufwenden würde, die Token hier runter zu bekommen, für irgendwas anderes aufwenden, weil es ist auch ein Effizienzspiel, es ist auch ein Wettlaufspiel, ne? Das Race for 14 Monumente, weil wenn die da sind, ist das Spiel halt danach zu Ende und meistens möchte man gerade gegen Ende noch viel mehr machen, als man eigentlich machen könnte. Also liegt die Karte jetzt hier und jetzt habe ich halt den Effekt, angenommen, ich hätte das zuerst gemacht, ne? Each time you create an Artifact, also wenn ich ein Artefakt erschaffe, das würde ich jetzt eine zweite Aktion machen, dann könnte ich halt eine Schriftrolle von irgendeinem meiner Monumente discarden und ich würde auch eine Karte ziehen. Gratis Karten ziehen ist natürlich immer super gut, weil mehr Karten gleich mehr Auswahl. Es gibt aber ein Handkartenlimit von 10 Karten. Wenn ich 10 Karten habe, darf ich keine weitere ziehen. Auch nicht irgendwie eine 11., 12. und dann abwerfen. Das ist einfach ein hartes Limit, genau wie zum Beispiel bei Everdale. Jetzt hätte ich ja quasi erst das gemacht, dann hätte ich das gemacht und dann wäre jetzt natürlich meine Runde auch schon wieder zu Ende, weil ich 2 Aktionen gemacht habe. Das heißt, es wird die Timeline-Phase kommen. Hier hätte ich jetzt dieses Symbol und Zeukin sagt ja jetzt einfach, wenn du 3 oder weniger verlorenes Wissen auf deinem Board hast und ein Monument in deiner Vergangenheit, dann kannst du eine Schriftrolle von einem deiner Monumente abwerfen. Das heißt, die erste Voraussetzung, dass ich hier 3 oder weniger habe, habe ich erfüllt, aber ich habe noch nichts in der Vergangenheit. Wenn das so wäre, könnte ich jetzt hier auch einfach einen Token abwerfen. Das heißt, nächste Runde würde das natürlich automatisch passieren, also würde ansonsten hier nichts weiter passieren. Das hier ist einfach ein andauernder Effekt, der immer gilt. Das heißt, ja, mein Zug wäre auch schon wieder zu Ende. Jetzt würde hier alles weiter sliden, da kann ich auch nichts dagegen tun. Das hier würde raussliden und jetzt würde ich halt den Effekt auslösen, dass ich jetzt eben auch wieder hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten ziehen würde. Und das dauert natürlich in ersten Partien ein bisschen, dass man sich die erstmal durchliest, guckt, was machen die überhaupt, was verstehen die. Da könnt ihr euch natürlich viele Gedanken drum machen oder ihr spielt einfach mal, guckt ein bisschen irgendwie nach Symbolen, die hier ausliegen und spielt einfach mal schnell 2, 3 Partien, damit ihr ein Gefühl für das Spiel bekommt und dann auch schon ein paar Karten gesehen habt, die ihr euch auch in Ruhe angucken konntet, während eure Mitspieler dran waren und dann geht das eben auch ein bisschen schneller. Das ist wichtig, dass es diese Aktion gibt, wenn man das Spiel kann, aber am Anfang bremsen sie das Spiel ein bisschen aus. Also hier wäre jetzt sicher auch irgendwas bei, was richtig toll wäre, nochmal so ein Artefakt oder so.
Ich könnte zum Beispiel irgendwie dieses Artefakt hier auf die Hand nehmen. Immer wenn ich halt so einen Stein im Monument spiele, dann kommen die gleich mit einer Schriftrolle weniger rein. Das heißt, ich muss eine Schriftrolle weniger darunter kriegen. Das macht mir das Leben natürlich leichter. Also würde ich die auf die Hand nehmen, die Karten hier wegwerfen. Dann wäre ich ja auch schon wieder durch. Ne? Ich habe alles hier irgendwie declined. Dann wäre Dave dran. Dave würde vielleicht auch Karten aufspielen und sonst nichts weiter machen. Dann bin ich wieder dran. Es ist also auch ein Spiel, das gar nicht so interaktiv ist, außer hier bei dieses gemeinsame Board. Da guckt man natürlich schon, hat der andere da vielleicht irgendwie Karten oder eine Voraussetzung, die er erfüllen könnte, die ich erfüllen könnte, kann ich ihm da irgendwie Karten wegnehmen, wobei man eben auch viele andere Möglichkeiten hat, Punkte zu machen. Hierüber kriege ich mal Punkte, es gibt auch Monumente, die einem viel mehr Punkte bringen. Da muss man so ein bisschen schauen. Es gibt eben auch noch die Möglichkeit, ne, ich habe ja jetzt hier irgendwie 2, 4, 6 Karten, also hätte ich noch ein bisschen Luft. Ich könnte jetzt auch sagen, dass ich Excavate machen möchte und dann kann ich beliebig viele Karten, Monumente, die ich in der Vergangenheit habe, erschöpfen. Die sind trotzdem noch da, die zählen noch für alles. Ich kann sie nur nicht nochmal erschöpfen und darf dann einfach pro erschöpftes Monument hier 2 Karten ziehen. Das heißt, das möchte man natürlich auch nicht jede Runde machen. Also es gibt natürlich die Aktion, wo ich einmal einfach nur eine Karte ziehe für eine Aktion. Das will ich nie machen, weil das super verschwendet ist. Aber ich möchte natürlich auch warten, bis ich im Idealfall hier 5 Karten in meiner Vergangenheit liegen habe und ich keine Handkarten habe und dann einfach sagen, mit einer Aktion möchte ich alle 5, die hier sind, erschöpfen, kriege dann 10 Karten wieder auf die Hand und habe die Aktion natürlich optimal genutzt. Wenn ich das so timen kann, ist das gut. Meistens macht man das schon bei 2 oder 3 Monumenten, gerade wenn man keine passenden Karten hat, um einfach wieder eine gute Kartenauswahl zu bekommen. Ich hatte aber auch schon Partien, wo wir am Anfang nur Karten hatten, die irgendwie nicht zusammengepasst haben, wo man irgendwie nichts Tolles machen konnte, wo wir einfach gesagt haben, okay, wir ziehen mal eine Karte in der Hoffnung, dass irgendwas Passendes kommt. Also es kann sein, dass Partien langsam in Gang kommen, es kann sein, dass die relativ schnell in Gang kommen. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Jetzt kann ich natürlich wieder ein bisschen planen. Ne? Ich habe hier 3 oder weniger Marker hier. Ich habe ein Monument in meiner Vergangenheit. Das heißt, ich würde nach der Runde ja den hier ins Leiden, dürfte hier einen abwerfen und könnte hier noch einen abwerfen. Hätte dann keine Minuspunkte mehr drauf, würde also einfach einen Pluspunkt dafür bekommen. Wenn ich mich gar nicht drum kümmern würde, wären das einfach 2 Minuspunkte am Ende. Ich kann das jetzt noch nicht mehr beschleunigen. Sobald die einmal liegt, liegt die, dann darf ich die Position nicht verändern. Und ich könnte jetzt auch zum Beispiel noch eine 5er-Karte aufspielen. Die würde ich dann quasi hier drüber legen. Man hat immer maximal 2 Slots und das ist auch immer wichtig. Auf manchen Karten steht drauf, wenn irgendwas benachbart ist, dann. Und wenn hier oben jetzt eine Karte liegen würde und ich würde irgendwie hier eine Karte hinspielen, dann wären die beiden nicht benachbart, sondern nur die beiden. Da zählt also wirklich die richtige Nachbarschaft. Diagonal zählt da immer nicht. Also würde ich jetzt im Normalfall natürlich auch gucken, was habe ich hier an Karten, was habe ich an Artefakten, was für Monumente kann ich ausspielen. Ne, zum Beispiel dieses Monument könnte ich auf den 2er-Slot spielen, dann würden da aber 3 von diesen Markern drauf kommen, ich würde einen Punkt dafür bekommen und ich habe so einen Sofort-Effekt, ich dürfte sofort ein Artefakt erschaffen und ja, da könnte ich jetzt natürlich sagen, okay, ich möchte vielleicht irgendwie auch ein bisschen hier drauf spielen, ich könnte jetzt dieses Artefakt erschaffen, das mir eben auch einfach sagt, wenn ich solche Steinmonumente baue, dann kommen die direkt mit einer Schriftrolle weniger ins Spiel, was natürlich super gut ist. Das wirkt natürlich nicht mehr rückwirkend, aber ich habe jetzt eine Aktion gespart, weil ich habe mit dem Effekt das Artefakt hier erschaffen und hätte sonst erst nächste Runde machen können, weil ich ja keine Aktion mehr habe, um noch ein Artefakt zu erschaffen. Und dann wäre eben auch wieder die Runde zu Ende. Ich würde erst gucken, ob ich solche Effekte habe. Da habe ich jetzt nur einen, da kann ich auch viel mehr von haben, je nachdem, wie meine Auslage aussieht. Also ich habe wieder 3 oder weniger hier. Ich habe mindestens ein Monument in meiner Vergangenheit. Also könnte ich hier jetzt einen Marker runternehmen, würde hier wieder alles einen weiter sliden und ja, dann wäre Dave wieder dran, würde irgendwas machen, hätte hier vielleicht auch nochmal eine Karte weggenommen, dann ist hier jetzt einfach weniger Auswahl. Und ich sehe jetzt auch vielleicht schon, okay, ich bin jetzt wieder dran, ich würde hier gleich vielleicht einen Minuspunkt bekommen, weil ich die Schriftrolle da nicht runterkriege und wenn das Ding halt hier rausslidet und da noch Schriftrollen drauf sind, kommen die hier hin und dann sind es einfach Minuspunkte. Die möchte ich da eigentlich sehr, sehr ungern haben. Deswegen gibt es halt noch eine weitere Aktion, die Archivieren-Aktion. Da könnte ich jetzt einfach irgendeine Karte von meiner Hand ausgeben, wegtun und dann darf ich halt einfach dafür hier eine so eine Schriftrolle runternehmen. Da dürfte ich auch bei 10 Karten meine ganze Hand abwerfen, um hier 10 von diesen Schriftrollen runterzunehmen. Habe ich halt keine Karten mehr und muss irgendwie zusehen, dass ich an Karten rankomme. Und dann muss ich auch sehen, sind mir die Minuspunkte vielleicht es wert, dass ich mehr Karten zur Auswahl habe. Man muss also immer gucken. Und das Schöne ist, die Zeit läuft immer weiter. Man ist immer getrieben, hier nach tollen Kombinationen zu suchen. Das macht mir schon wirklich Spaß. Und von Partie zu Partie, wo man mehr Erfahrung mit dem Spiel hat, wo man den Kartenpool besser kennt, ist es auch noch interessanter und noch intensiver. Und was ich natürlich auch durch das Rezensieren
Reden und Reden mit der Kamera vergessen habe. Ich habe ja das Monument hier erschaffen. Das heißt, ich habe ja so ein Artefakt erschaffen. Ich hätte also hier wieder einen runterlegen können. Also habe ich mich hier schon mal gut drum gekümmert. Und ich hätte auch noch eine Karte ziehen dürfen. Das ist natürlich super gut. Und im Normalfall würde ich natürlich erstmal ein bisschen gucken, was machen die ganzen Karten? Was machen irgendwie die, ne, das Artefakt hier? Weil wenn ich das jetzt noch aufspielen würde, das sagt ja einfach, wenn du mindestens 3 Artefakte auf deinem Board hast, ne, dann ziehst du eine weitere Karte. Und das wäre ja quasi mein 3. Artefakt. Und dann würde ich einfach jede Runde konstant eine Karte Nachschub bekommen. Das ist natürlich nicht schlecht, weil die Karten spielt man doch immer. Man verbraucht sie immer. Und das schadet schon nicht. Aber natürlich, wenn ich später andere Artefakte bekomme, dann kann ich natürlich vielleicht hier keins mehr hinspielen, weil ich da schon voll bin. Das kann irgendwann im Spiel passieren. Es gibt aber auch Effekte, die sagen, wirf hier wieder Artefakte weg. Das möchte man vielleicht nicht. Vielleicht schon. Wenn man vielleicht darauf, was einem das Artefakt gibt, gar nicht mehr spielt, weil ich dann hier vielleicht mehr als 3 Marker liegen habe, dann brauche ich diese Zeugchenscheibe hier nicht mehr. Da muss man eben mal gucken. Und auch bei den Artefakten, ne, das hier zum Beispiel, das bringt einfach 8 Schriftrollen, also 8 Minuspunkte, aber würde 6 Punkte bringen, wenn es in meiner Vergangenheit ist. Und dementsprechend möchte ich die natürlich alle runterbekommen. Es hat aber auch so einen Effekt, ich muss halt mindestens 3 von diesen Monumenten der Vergangenheit haben. Dann würde das Ding halt auch schon gleich mit 6 Schriftrollen weniger drauf kommen. Das heißt, dann würde ich ohne was dafür zu tun sofort 4 Punkte bekommen. Ich muss aber erstmal 3 von denen in der Vergangenheit haben. Und das ist gar nicht so einfach. Ja, oder auch wenn ich die Geschichte hier habe, ne, da liegen 2 Schriftrollen drauf, 2 Punkte, also plus minus 0. Solange die im Spiel ist, ne, alle Monumente dieser Art, ne, was natürlich nicht die Art von dem Monument selbst ist, würden auch einfach mit einer Schriftrolle weniger ins Spiel kommen. Das heißt, die würde ich auf dem 5er-Slot spielen, würde vielleicht sogar eine Karte ausgeben, damit die länger im Spiel ist. Und ab da, immer wenn ich diese Monumente spiele, kommt einfach eine Schriftrolle weniger drauf. Die habe ich dann auch hoffentlich auf der Hand. Wenn ich da dann noch drauf hoffen muss, dass ich sie ziehe, ziehe ich sie vielleicht lange Zeit gar nicht oder kriege nur Monumente, die mir gar nichts bringen und ich würde über andere Monumente spielen. Und der Effekt gilt halt nur, solange die Karte im Spiel ist. Das heißt, wenn die jetzt irgendwann hier rausgerutscht ist, in der Vergangenheit liegt, dann bringt es mir zwar am Ende noch die Punkte, aber die Effekte darauf gelten nicht mehr. Unter gar keinen Umständen gelten irgendwelche Effekte in der Vergangenheit. Und es gibt auch ganz, ganz selten mal Take-That-Karten. Wenn man einmal hier drauf guckt, ne, wenn man die Karte spielt, wenn dieses Monument in die Vergangenheit rutscht, dann muss jeder Gegner eines von seinen Artefakten halt, ne, abwerfen. Es kommt aber natürlich auf Slot 3, außer man spielt noch extra Karten. Das heißt, die Mitspieler können sich auch ein bisschen darauf vorbereiten. Und wenn sie sehen, dass ich das spiele, vielleicht auch einfach ein Artefakt aufspielen, das jetzt nicht so wichtig für sie ist, dass sie vielleicht auch abwerfen können, kostet sie natürlich vielleicht eine Aktion, einen Zug, aber solche Karten haben wir ab und zu mal drin, dass man vielleicht auch einfach auf jedes Artefakt in der Auslage noch so eine Schriftrolle liegt, ist aber eher selten und trifft einen selten wirklich richtig hart. Das ist immer was, wo man spielerisch irgendwie mit umgehen kann. Ich habe da nur, also bisher noch keine gesehen, wo ich gesagt habe, okay, die sind wirklich richtig doof, richtig bescheuert. Aber ich, auch da kann ich natürlich wieder verstehen, wenn Leute sagen, sowas mag ich gar nicht in Spielen. Ich würde schon lieber gerne friedlich vor mich hinspielen und einfach nur hier so ein bisschen bei den Boards Konkurrenz haben. Das ist leider ein Effekt, der in dem Spiel drin ist und ist auch nicht so, dass man diese Karten, also man kann die Karten natürlich einfach rauslassen. Es wäre halt schön, wenn das Spiel so gebalanced wäre, dass man ohne diese Karten spielen kann, dass die einfach eine kleine Markierung haben, wo dann gesagt wird, hey, das ist ein Element, wir haben das Spiel so designt, das funktioniert so, das ist so gebalanced, aber wenn ihr das gar nicht mögt, nehmt die Karten einfach raus. Das wäre noch so eine Geschichte, dass wenn hier auch ein paar Autoren und Verlage und Redakteure zugucken, wenn das geht in solchen Spielen, macht das mal, weil damit holt ihr einfach viel mehr Leute ab und es macht einfach Leuten noch mehr Spaß, wenn sie einfach diese Möglichkeit haben, diese Karten mit reinzunehmen oder auch nicht und dann genauso ein tolles Spielerlebnis zu haben. Das sagt der Matthias Wege auch bei Archinova, diese interaktiven Karten, lasst sie einfach raus, sie werden das Spielgefühl nicht. Das ist natürlich immer schön, wenn das auch gleich offiziell in den Regeln steht, dann tun sich die Leute mal leichter damit, weil alles andere ist so eine Hausregel und dann ist immer so, ja, wollen wir nicht, wir machen das schon, aber wir finden es doof. Das muss man halt letztlich selbst entscheiden. Und man will sich natürlich auch ein bisschen versichern, dass das Spiel trotzdem noch gebalanced ist. Und wie gesagt, hier bei diesen Karteneffekten, da ist halt alles Mögliche dabei, bei den Artefakten, ne, das sind natürlich auch mal ganz unterschiedliche Geschichten. Ne, das ist was Ähnliches wie die Geschichte hier, wenn man 3 oder weniger von diesen Schriftrollen hier hat in seinem Minuspunktebereich und man mindestens ein Monument in der Vergangenheit hat, dann zieht man eine Karte, also man kann sich da schon so ein bisschen Engine aufbauen über diese Artefakte, das finde ich auch ganz schick. Über die Monumente kann man sich auch so ein paar Vorteile holen, aber die, ne, gehen halt irgendwann wieder im Strudel der Zeit verloren, hat man die nicht mehr, muss also auch da konstant dafür sorgen, dass man irgendwie einen Nachschub an Monumenten hat. Am Spielende guckt man auch einfach, ne, alles was hier liegt, bringt halt Pluspunkte, alle die hier liegen, bringen Minuspunkte. Man guckt dann eben noch, ob man hier für die Geschichten Punkte bekommt, weil man hier sowas hat. Jedes Monument, das hier noch liegt, bringt einen Pluspunkt, egal wie viele Pluspunkte da draufstehen. Und wenn ich da noch solche Schriftrollen drauf habe, sind die auch nicht vergessen,
sind und nicht in der Vergangenheit. Die Schriftrollen am Ende bringen mir auch keine Minuspunkte mehr. Und ja, ich muss sagen, das ist ein Spiel, das mich persönlich sehr abholt, weil ich einfach, ich mag kartengetriebene Spiele. Ich mag es, dass ich dadurch in jeder Partie andere Voraussetzungen habe, mir immer neue Geschichten überlegen muss. Ich mag auch diesen Mechanismus, dass das hier so nach und nach rausslidet, dass ich mir hier so ein tolles Board aufbaue, versuche die Effekte, die ich vielleicht durch diese Karten habe, zu nutzen, dass ich vielleicht auch durch Karten manchmal einfach eine Sonderaktion habe, die ich dann auch irgendwie sinnvoll nutzen kann, dass ich irgendwie versuche, diese Schriftrollen hier runter zu bekommen und mir auch manchmal überlege, okay, lässt es einfach durchrutschen, da verschwendest du jetzt nicht drei Aktionen drauf, hier irgendwie die Schriftrollen runter zu bekommen, sondern machst irgendwas anderes, was dir irgendwie viel mehr Punkte bringt oder du versuchst dir irgendwelche Kombinationen aufzubauen, wo das irgendwie von alleine passiert und man vielleicht irgendwie mit einer Karte mal abwirft, irgendwie man drei Schriftrollen irgendwo runternehmen kann. Es gibt hier alles Mögliche an Effekten und wenn ihr auch diese Art von Spiel mögt, dann ist das auf jeden Fall ein Spiel, das ihr euch angucken sollt. Meines Wissens nach, also dieses Video entsteht jetzt im Frühling 2023, es wird wahrscheinlich, glaube ich, eine Essen-Neuheit sein, ob wir noch kurz vor Essen rauskommen. Mal gucken, wir werden da mehr wissen, aber ihr wisst jetzt schon mal, wie dieses Spiel funktioniert. Es gibt auch Live-Partien auf meinem Kanal zu, wo wir das Ganze einmal spielen, wo ihr euch eine komplette Partie angucken könnt und ja, jetzt wisst ihr einmal, wie das Spiel funktioniert, ob das was für euch sein könnte oder nicht. Ich finde es sehr, sehr, sehr gut. Also es ist halt so auf dem guten Kennerlevel, hat schöne Synergien und ich finde, es gibt da viele Spiele in dem Bereich, die irgendwie nicht ganz so schick sind. Es dauert eben auch nicht wirklich lange. Hier steht drauf 30 Minuten pro Spieler. Das kommt auch ganz gut hin. Hat leider kein Solo-Modus, aber zur zweiten Stunde, das ist eine gute Spieldauer für so ein Spiel. Und ja, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr euch das Spiel zulegt, wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Wenn euch der Content gefällt, gebt einen Daumen, abonniert den Kanal, falls ihr es nicht getan habt. Schaut auch mal gerne bei Patreon vorbei, ob ihr den Kanal nicht vielleicht darauf unterstützen wollt, damit ich hier auch nicht immer nur alleine vor der Kamera sitze, sondern wir vielleicht auch häufiger mal Videos machen können, wo wir zu zweit dann so ein Fazit machen können, weil ich dafür ein gut aufgebautes Studio und alles habe. Das würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns morgen im nächsten Video wieder. Macht es gut, das war's von mir, bis bald und tschüss!